Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zwar ist die Versorgung mit frischem Gemüse bei uns das ganze Jahr durch gewährleistet. Trotzdem haben auch die tiefgekühlten Gemüse ihre Berechtigung. Armin Amrain. Richtig, die Gemüse werden sofort nach dem Ernten verarbeitet. Und man kann sie im Gegensatz zu frischem Gemüse längere Zeit lagern, ohne dass die Vitamine verloren gehen. Und wenn sie mal pressiert, ist alles fixfertig parat und man hat keine Röstabfälle. Grüezi miteinander. Der grosse Renner unter den tiefgekühlten Gemüse ist Spinat. Bei Coop finden Sie das zarte Gemüse erntefrisch tiefgekühlt in verschiedenen Varianten. Als Spinat gehackt und gewürzt, als Blattspinat gewürzt und zurzeit zum Aktionspreis der Rahmspinat. Der Spinat von Goldstar im Kilosack ist übrigens pfannenfertig portioniert und ohne langes Auftauen in ein paar Minuten servierbereit. Das Mal geht es allerdings ein bisschen länger, weil man den Spinat ja nicht gewöhnlich, sondern für die Füllung für eine Lasagne verwendet. Die Speckwürfel knusprig braten und rausnehmen. Dann Zwiebeln und Knoblauch im restlichen Fett kurz andämpfen. Den aufgetauten Blattspinat ebenfalls mitdämpfen und mit Pfeffer, Muskat und Salz würzen. Für die Soße Mehl im Anken andämpfen, mit Milch ablöschen. Glatt rühren und ein paar Minuten köcheln. Ricotta unter die Soße mischen und ebenfalls würzen. Den Parmesan drunter mischen und die Pfanne vom Herd nehmen. Am 19. Juni kommt es aus, ob die Olympischen Spiele 2006 nach Sion kommen und ob die Schweiz wieder einmal ein sportliches Grossereignis durchführen kann. Die Olympiade in die Schweiz zu holen, das ist eine Chance für uns. Und wenn man dann noch als Athlet eine Medaille holt, geht ein grosser Traum in Erfüllung. Gold für die Schweiz und Gold für Sie gibt es schon heute bei uns im Wettbewerb. Wir starten zur dritten Goldrunde. Das Mal offeriert vom 100% naturreinen Orangensaft HSC. Weit Sensitiv Plus für sanfte Enthaarung von der empfindlichen Haut. Toni Früchtequark in 7 feine Sorten. Fenial Bodymilch für sanfte und glatte Hautpflege. Und Coop Naturaplan Blätterteigstängeli aus kontrollierter biologischer Landwirtschaft. Jetzt aber sofort zur goldigen Chance, zur Ziehung vom VW Lupo im Wert von 14'980 Franken. Neben dem Lupo sieht die Menge grosse ganz klein aus. Betreffend Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Ausstattung, aber auch beim Design und Fahrkomfort setzt er neue Maßstäbe. Und die vollverzinkte Karosserie mit 12 Jahren Garantie, außergewöhnlich in dieser Klasse, ist ein weiteres sichtbares Zeichen für die gute VW-Qualität. Wir sind gespannt, wer das mal Glück hat und die goldige Chance packt. In ein paar Sekunden wissen wir es. Der glückliche Gewinner heisst... Herzliche Gratulation! Holen auch Sie sich eine Teilnehmerkarte in Ihrem Coop-Laden und machen Sie mit bei der nächsten Goldrunde. Die Ziehung ist am 19. Mai hier bei uns im Coop-Studio. Zuerst aber meldet sich jetzt noch mal der Armin Amrain mit dem zweiten Teil des Rezepts. Eine Gratin-Form mit Erdnussöl ausstreichen, dann 3 Esslöffel von dieser weißen Soße auf den Boden geben und mit Lasagneblätter belegen. Rohe Lasagneblätter. Richtig, weil die muss man nämlich nicht vorkochen. Jetzt eine Schicht Spinat und Speckwürfel drauf geben, ein bisschen Bouillon dazugießen und mit der Soße bedecken und so weiter, bis alle Zutaten aufgebraucht sind. Zum Schluss alles mit Reibkäse bestreuen und im vorgeheizten Ofen 50 bis 60 Minuten backen. Das Rezept finden Sie wie immer in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche Ihnen jetzt schon viel Vergnügen. Danke, Armin. Soll noch jemand sagen, Spinat sei langweilig. Zum Schluss wie immer ein Blick auf unsere Aktionen. Instant Iced Tea Classic oder Light kommen Sie über für 4,90. Mit der Coop-Profit-Karte gibt es bis Ende Woche frische Bulle-Schenkel gewürzt, mehr als die Hälfte günstiger. Denn Sie wissen ja, Coop-Profit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. Das war es für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten. Morgen dann eine schöne Auffahrt und auf Wiedersehen.